Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Dani Röll P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play. Let's Play Kingdom Hearts Rechain of Memories. Oh mein Gott. Tut mir leid, ich bin ein bisschen müde. Aber ich wollte es mir irgendwie nicht anmerken lassen. So, machen wir Rico platt. Ende. Okay. Ich habe mein Deck ein bisschen modifiziert und hoffe, dass die Kombi, die ich mir ausgedacht habe, funktioniert. Ich habe fast nur noch Achten in meinem Deck. Also mein Schlüsselschwerter, haben wir schon gesehen. Damit ich so oft Schwertwurf spammen kann und den immer betäuben kann. Heilung habe ich jetzt 3 in mein Deck und ich habe von jedem Angriffszauber nur noch einen, glaube ich. Und 2 Nullen habe ich, genau. Und ich will den Typen ehrlich gesagt heute nur fertig machen. Verpiss dich. Also ein paar Dinge habe ich noch. Glaube ich. Ja, ein paar 9 habe ich doch noch drin. Ja, 3 Dinge zack, aber. So. Ja, eigentlich nur gemacht, damit ich auf die Weg geschwert. Ich kann ja mal aufhören, mein Ding zum Ausweichen. So, jetzt habe ich mich betäubt. Jetzt kann ich in Ruhe und Frieden heilen. Da war der Plan nämlich. Der Typ, der geht ist immer so nah an mich heran. Halt's Maul. Und direkt wieder mit so was. Halt's Maul. So. Ja, wenn ich den nämlich betäubt habe, kann ich mich in Ruhe und Frieden heilen. Weil ich kann von dem sowieso nicht flüchten. Der trifft mich sowieso andauernd. So. Heilung, Heilung, Heilung. So, weiß ich, wie man lebt noch. Okay. Ja, ich kann den nicht entkommen. Der greift mich schon an. Habe ich den schon wieder Schaden gemacht? Der wieder und hab mich hier kaputt. Maul. So, wenn du jetzt nur 0 ziehst, ne? Sehr gut. Guck mal, wie schnell der ist. Den kann ich gar nicht flüchten. Ich kann den gar nicht ausweichen. Guckt euch das an! Was soll ich dagegen machen? Das ist doch kacke! Na, reicht noch, gut. Halt's Maul! Ja, machen wir das Thema schon. Hört sich gut aus. Ja, was passiert, wenn ich mich hier vorbereite? Aua. So, du musst mal weg. Ich hab gesagt Heilung. Ja, wie gut der Kampf jetzt läuft. Ja, toll, der hat irgendeine Verstärkung oder so. Warte mal, du kannst jetzt keine Nullen mehr einsetzen. Geblieben. Er verstärkt seinen blöden Angriff. Mir kann er keine Nullen mehr einsetzen. So, jetzt kann ich mich hier schön. Das ist eine geile Strategie, ne? Komm, verreck. Schon ein bisschen broken, ne? Ja, das passiert, wenn ich mich mal ein bisschen vorbereitet werde. Ja, mit 0 erledigt. 0. Ja, übrigens bis Level 50 trainiert, aber
habe leider jetzt nicht so gemacht, ja. War sehr viele Achten. Weil hat sich gelohnt. So wie ich das gemerkt habe hier. Megatrank. Ha, schön. Oh Gott, ich habe mir eigentlich nur vorgenommen, den Platz zu machen. Das habe ich jetzt schon geschafft. Riku. Und da ist immer noch nicht vorbei mit dem, oder? It's just like mine. How'd he get this? Oh my God, the card. It turned into a card. Insel des Schicksals. Whoa. Okay, dann wissen wir ja, wie es weitergeht. So, Speicherpunkt, weil ich weiß genau, wie er bei Wechsel nochmal ausgegangen ist. Gut, Glücksbringer hat sich in eine Karte verwandelt. Du und Rico hattet also die gleichen Erinnerungen. Okay, so sieht mein Deck aus. 9 und 8, damit ich dreimal ihr Schwertwurf einsetzen kann. Mein Gegner schön betäuben kann. Nach denen habe ich auch noch reingepackt. Automatische Wiederbelebung, das hätte ich vielleicht auch benutzen können. Gut so. I don't understand what's going on. Let's just keep moving, okay? It doesn't matter. It does matter. How can two of you have the same memory? You can't both be right. I'm wrong. Fine, then don't believe me. That's not what he meant. We're just kind of worried. Then let's ask Naminé. That should clear it up. Look, we don't have time to sit around, so let's go! Sora, what happened to you? What's that mean? Well, you always get real touchy when it comes to stuff about Naminé. But before we came to this castle, you didn't even remember what her name was. Naminé's the only thing you talk about. It doesn't make sense. Maybe you should just slow down and think ahead about some of these things. Think ahead? What is the matter with you guys? Do you want me to abandon her? No, that's not it. Then do whatever you want. You can lay back and take a nap for all I care. I'm going to find Naminé. Sora! Ah ja, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Zum ersten Teil. You're all that he's got left. So then, if you don't stop this, no one will. But I... It's too late. You shouldn't give up just yet. Say, Naminé, have you noticed Marluxia doesn't seem to be around? What are you saying? Just that there's no one here who would want to get in your way. Just make it count. Now this should be interesting. Try and make it enjoyable, Sora. It's the least you can do for me, you know. Oh. Hey, wait. I'm enjoying this. You guys are something else. Okay. Auf wessen Seite ist wohl Axel? Sora, that was no way to keep it to yourself.
Ah, oh, Mann. So, hat den Dick-Mode aktiviert. Supi. So, speichern. Wenn ich das dann den Kampf nochmal machen muss, wie bei Wechseln. Welchen ihr ja nicht gesehen habt, aber trotzdem. Muss nicht sein. So, ich glaube, da kommt kein Bosskampf in der Insel des Schicksals. Ah, trotzdem. Kann ja nicht wissen. Insel des Schicksals. Aber noch ein paar Cutscenes nur. Genau wie in was war ihr letzte Welt, wo wir nochmal waren. Super. Keine Ahnung. Twilight, meine Güte, Twilight Town. Ich will nur auf meinen Desktop Hintergrundbild gucken. Da musste ich direkt wieder. Ich werde doch nicht langsam verrückt, oder? Ich weiß genau, wo ich hier bin. Ja, das ist unsere Insel. Der Nami und ich früher gespielt haben. Hey! Was geht, Sora? Was wollen wir denn heute anstellen? Hey, Leute. Schön, euch zu sehen. Was? Haben wir Essen im Gesicht? Also bitte, Waka, nur du wärst dafür blöd genug. Er würde ja nicht merken, dass es im Essen... Er würde es denn nicht merken, dass ihm Essen im Gesicht klebt. Ja, ich sagte, es ging jetzt aber unter die Gürtellinie. Ich weiß nicht, Waka, Selfie hat doch recht. Ich auch noch du, Tidus. Genau, ihr seid Selfie, Waka und Tidus. Bekannt aus Final Fantasy, ich meine, alles klar mit dir. Ja, ich hab bloß laut gedacht. Ich weiß, du denkst schon wieder an sie. Jetzt kapiere ich's. Ich tue irgendwie die Stimme von denen irgendwie nur auseinander tauschen und so, egal. Er wird total zum Zombie, wenn er an sie denkt. Das wird auch erklären, warum er sich so merkwürdig verhält. Wer du willst, dass wir abhauen, damit ihr zwei allein sein könnt, hm? Kann sein. Schon gut, ich will verschwinden für eine Weile. Schnapp sie, der Cowboy. Wir versuchen auch leise zu sein beim Besuch, beim Belauschen. Was? Hey, Sora meint es ja, es gibt den Kerl etwas Freiraum. War nur ein Witz. Bis später, Sora. Ja, ich habe die Stimme andauernd irgendwie vertauscht, habe ich das Gefühl. So. Das Übliche. Wir haben Schlüssel, wir haben Räume. Wir müssen den richtigen Raum finden, aufschließen, Cutscene. Finden, schließen, Cutscene. Ja, nicht sogar die letzte Welt, wenn ich mich nicht irre. Aber fehlen noch ein paar Bosse. Excel haben wir da. Oh, die Musik. Nein. Ich denke nicht. Kann ich genug Offscreen machen, so. Wir sind hier nicht wegen den Kämpfen. Was weiß ich hier. Oder das war schon die letzte Welt, oder? Oder kommt noch die Welt, die niemals war? Ich meine, das Ende der Welt. Die eine Welt haben wir nie gehört. Komm ich noch darauf? Oh mein Gott. Es werden nur Leute... ich sag nichts. Kingdom Hearts, Rechain of Memories. Meine Damen und Herren. So. Ja, ich habe ja wieder eine Schatzkarte, glaube ich, gefunden. Ist das hier? Wunderbar. Ach nee, das ist das sogar. Verdammt. Ja, nimm das hier. Und. Eine 8. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich genau eine Karte, die ich brauche, nicht habe. Absoluter Horror. Hey Rico, na? Weißt du noch, wie ich dich erledigt habe? Hey Sora, warum so eilig? Dich kenne ich. Was? Du bist Rico. Danke, dass du dich an mich erinnerst.
Ist auch gerade mal ein paar Stunden her. Schon gut. Also noch irgendwie so nicht von ihm manipuliert. Was redest du denn da? Jetzt verstehe ich, du bist sicher der Rico aus meiner Erinnerung. Der Rico aus meiner Erinnerung klingt, als würdest du noch immer im Land der Träume leben. Irgendwie tue ich das auch. Ha, du bist und bleibst ein Kind. Wie willst du dich um sie kümmern, wenn du dich so benimmst? Du weißt, wo sie ist? Oh, Vibration. Was, Kampf? Was ist so an? Was ist da los? Was weiß ich? Was es auch ist, es weiß nichts Gutes. Ich gehe die anderen Bahnen. Dann gehe ich los und... ich weiß. Es liegt an dir, auf sie aufzupassen. Also los. Okay. Schlüsselerfügung. Aber ich würde gerne die Schatzkarte mal einlösen, wenn es geht. Nur so nebenbei. Da muss ich lang. Wieso lande ich immer irgendwo vollkommen? Wo bin ich jetzt schon wieder am Anfang, Mann? Ich weiß nicht, ich hab Bock, den ganzen Weg hier wieder durchzurennen. Kein Problem hier. Wäre ich schnell meine Raumkarten los, ohne irgendwie welche zu bekommen wieder. So passt es doch. Ah, da ist noch ein Raum. Ah, ich muss schon wieder einen Umweg gehen. Nur also richtig. Ja, da ist auch eine Leiter. Oh, da ist eine Tür, da ist eine Tür. Ja, tu mal die schwarzen Räume mal entfernen, weil brauche ich nicht. So. Boing. Schon wieder der Raum. Halt, ist die da. Die Tür, die Tür. Oh mein Gott, sie ist verschlossen. Über die Statue mit deinen Haaren. Was? Ja, da ist noch jemand. So. Schatz. Ja. Ja. Geht weg. So. Ach du Kacke. Ich glaube, so viel habe ich gar nicht. Doch, so viel habe ich. So viel habe ich. So, im bekannten Raum brauche ich sowieso nicht. Dann weg damit. Und weg damit. Hoffentlich lohnt es halt auch. Ich will fast alle meine Sachen wegballern. So. Her mit dich. Wo ist Ultima? Oder irgendwie, keine Ahnung. Wird da irgendwas Geiles. Ich irgend so eine blöde Magie-Kombination oder so. Und Final-Elixier, okay. Aber das Ding setzt den Timer zurück auch, ne? Alle Karten nachstocken und den Timer zurücksetzen, glaube ich. Weiß ich nicht. Den Karten habe ich mich noch nie gut ausgekannt. In diesem Spiel. So. Ist hier der? Nein. Nehmen wir den. Ja, friedlicher durchkommen. Ich hab geplant, sowieso nur ein paar Tage aufzunehmen. Muss ich ein bisschen länger sein. Oder zwei, keine Ahnung. Bis diese Welt hier vorbei ist. Also mich das Projekt auch mal zu Ende bringen. Wir können mal zwei rübergehen. Weil mir läuft die Zeit. Boah. Irgendwann läuft mir die Zeit hier irgendwie davon, so wie es ausschaut. So.
weil nicht. Gibt doch schon wieder einen neuen HD-Remix, der bald kommt. Und ja, ob Dezember oder irgendwie so was kommt das raus, weiß ich jetzt nicht. Ist auch nicht mal lange, ein halbes Jahr ab. Aber trotzdem. Oh, der kommt hier. Ja, der ist chillig, hoffe ich. Ohne Kack, solange ich nicht gegen Rico oder irgendein Organisationsmitglied kämpfe, ist jeder Boss chillig. Hoffe ich. Weil die haben durchschaubare Kampfmuster. Wenn die Organisation 13 Mitglieder nur auf einen losgehen, angreifen wird. Au, du! Das sind bloß nur drei Balken. Wie sah deine an? Wie sah meine an? Die Pulsader auf. Ja. Wechseln, komm mal her. Schutzengel. Auch ein bisschen übertrieben, ne? Boah. Schon irgendwie gedacht, aber muss ich ausführen. Schau mal, ein Schädel nach unten. Weil wenn ich jetzt angreife, den Schädel an, wie der wenn es geht. Ja, ich kann aber nicht. Aber könnt ihr, wenn ich trainiere, nicht auch so schwach sein? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich treffe den nicht, weil er ganz einer rumzappelt ist. Alter! Er macht so einen blöden Angriff eben. Ich kann ihn vielleicht machen lassen, fällt mir gerade ein. Cool ab, Mann. Einfach mal einen Angriff. Vielleicht so machen sollen von Anfang an. Das ist viel chilliger. Abwehr der Art. Den Angriff habe ich keinen Lust. Ach, komm her. Ja, mach den Angriff. Ich sag doch, die sind chillig. Mach ich mir eigentlich hier so schwer. So, Welt abgeschlossen, hoffe ich. So einfach geht das. Posen! Was eine Pose. Ja, der war einfach. Ha, Level up. Schattenborn. Wie? So, und ich hätte gerne mal HP. Weil ich habe sowieso keine 8er Angriffskarten mehr, die ich in mein Deck packen könnte. Okay. I have to keep her safe. Naminé, can you hear me? Oh. Naminé. Naminé ist voll hübsch. Wollte nur mal sagen. Sora, you really came for me. It's you. It's really you. I've been through so much just to see you. Yes. I wanted to see you too. But this isn't right. I must stop. I wanted to see you. But this isn't the right way. Naminé? I was lonely for so long. I just couldn't bear it anymore. So I called out to your heart and had you come all the way out to this place. You came for me and I'm so,
so happy, but... But to your heart, I had to. Don't worry. I'm here because I promised that I would protect you. Sora. Thank you. And I'm sorry. I'm not supposed to be in this picture. That's true. Naminé? That isn't me. I'm not there. I don't really exist inside your heart. I don't exist in anyone's heart. I never have existed anywhere. What? What are you saying? What's gotten into you? Weren't we inseparable? Always together? But then you had to go away. I came here so I'd never lose you again. Was it really me you wanted to see? Of course it was. I know I've forgotten a lot of things in this castle, but never anything about you. Look, you gave this to me, didn't you? You have it. My good luck charm. No, Sora, you can't believe me. What am I supposed to do? Think, Sora. Think just one more time. Ja, das war's, Goofy und Donald gesagt haben, die du verkaut hast. Call out to that piece of memory that glimmers faintly deep inside your heart. No matter how far away the light gets, your heart's voice will always reach it. Who's most special to me? That's an easy one. It's you, Namit. Und die kennen wir doch. Oder? So. Wer war das? Ich erinnere mich nicht an sie, aber sie war mir so vertraut. Namine? Donald? Goofy? Sternentreue. Oh, gibt's ja auch noch. Stimmt. Okay. Dingens Kirchen des Siegers, ne? Gut, dann kann ich ja hier einen Schnitt machen. Wir sehen uns dann wahrscheinlich ohne Trainingseinheit in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts. Oder vielleicht doch mit Trainingseinheit, keine Ahnung. Damit ich ein bisschen mehr AP habe oder so, keine Ahnung. Gut, dann bedanke ich mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.